Willkommen auf Cannes Prachtboulevard an der Croisette, einer knapp 3 Kilometer langen Flaniermeile mit Luxusboutiquen und sündhaft teuren Hotels auf der einen Seite, dem wohl teuersten Fuhrpark bestehend aus Lambos, Aston Martins, Ferraris, Porsches und larger-than-life SUVs in der Mitte, sowie feinem Pudelzuckersand und Strandvergnügen auf der anderen Seite des Boulevards. Wenn ihr im Mai zum Filmfestival hier seid, dann trefft ihr eine Menge Hollywood-Prominenz, zumindest wenn ihr in den Belle-Epoque Hotels wie dem Carlton oder dem Martinez absteigt. Die Frage ist nur, könnte ich das überhaupt leisten? Wir müssen ja leider passen, aber hey, es ist trotzdem alles so schön bunt und crazy hier. Flaniert doch ganz lässig in Flipflops an den Boutiquen vorbei, tut so, als könntet ihr es euch jederzeit leisten, dort die Karte zum Glühen zu bringen und genießt die schönen, frei zugänglichen Strände am Plage de la Croisette. Jetzt lehnt euch erstmal zurück und genießt die Bilder vom Boulevard, wo es auch ein Museum und einiges an Kunst zu bestaunen gibt. Und dann tauchen wir selbstverständlich in Strandvergnügen ein. Bon Voyage wünschen. Bon Voyage. So, heute ist das Wetter nun ein kleines bisschen schlechter als sonst, wobei das an der Côte d'Azur ja so relativ ist. Ja, ein kleines bisschen schlechter heißt immer noch 30 Grad, nur die Sonne verbirgt sich hinter Wolken. Was kann es da besser gehen als ein Museumsbesuch? Und den habe ich jetzt gerade absolviert hier im La Malmaison, ja, im Centre d'Art La Malmaison, hier an der Croisette Nummer 47, eine wunderschöne klassizistische weiße Villa, ja, die sich hier wirklich komplett abhebt, kulturell und überhaupt von dem Rest der Croisette mit all den Luxusläden und ähnliches. Ja. Und kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Heute eine Wechselausstellung gewesen, die von Andrea Wager. Die war okay, nicht überragend, aber okay. Ja. Aber wie gesagt, hier für Schlechtwettertage wie diesen ein absolutes Top-Tippchen von mir. So, jetzt habe ich den vollen Spaziergang, die volle Croisette abgelaufen, ja? Und natürlich auch meinen Badehandtuch zwischendrin mal ausgeworfen. Wobei zwischendrin ist gar nicht so einfach, denn zwischendrin befinden sich vor allem die luxuriösen Strandbäder der noch luxuriöseren Hotels. Ja? Zum Beispiel, wenn ihr also im Carlton absteigt oder im Martinez, dann habt ihr den Strand natürlich gleich mitgebucht und könnt dort natürlich auch euer Handtuch werfen bzw. den Stuhl in Anspruch nehmen oder einen der teuren Champagners mittrinken. Ja? Cocktailpreise gehen bei 18 Euro los, dann aufwärts nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Ja, und so gesehen hat man also ganz am Anfang und hier am Ende, je nachdem wo man losläuft natürlich, nochmal die Wahl zwischen großen, frei zugänglichen Strandbädern. Und dazwischen wird es eben, muss man bezahlen. Ja. Hier mitten im Hochsommer ist also noch genug Platz. Ihr seht es hier, wenn ich mich einmal so drehe. Ne? Man hat immer noch genug Platz, um das Handtuch zu werfen.
Was schon erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie viele Touris hier so absteigen kann. So, willkommen auf der weltberühmten Croisette in Cannes. Ein 2 Kilometer langer Sandstrand. Nicht alles öffentlich zugänglich, aber doch einiges. Ja. Hier hat man Spaß, hier hat man ordentlichen Puderzuckersand. Im Gegensatz zu Nizza, allerdings künstlich aufgeschüttet, muss man dazu sagen. Ja. Aber in Cannes hat man genug Geld, kann man sowas machen. Und hier sieht man hier die Luxushotels, kommen da hinten das Carlton und viele andere Adressen, die ich mir nie leisten werden kann. Ja. Aber man hat hier trotzdem seinen Spaß, auch als Normalsterblicher. Überall hier schöne kleine Bütchen, Spielplätze für die Kinder. Ja, wundervolle Sonnenuntergänge, also besser geht's doch nicht, oder? Hier lässt sich gut leben auf der Croisette in Cannes. Nun sind wir schon wieder am Ende unseres perfekten Reisetages, den wir mit Shopping und Strandausflug doch ganz gut rumbekommen haben. Wenn ihr euch die schöne Altstadt von Cannes ansehen wollt, wo es auch Läden und Restaurants für die Normalsterblichen gibt, dann schaut unbedingt den zweiten Teil unserer Cannes-Reihe an, den ihr zusammen mit vielen weiteren Reisezielen bei Burns Voyage findet. Abonniert unseren Kanal, wenn euch gefällt, was ihr seht. Wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut, bis zum nächsten Ausflug. Und nun ab zum Strand. Vamos a la plage!